Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute mal kein Adventskalender-Unboxing. Naja, heute, also jetzt in diesem Video. Und zwar habe ich hier die Look Fantastic Beauty Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Box ist ja neu bei mir eingezogen. Ich hatte ja schon mal die Birthday Edition letzten Monat. Und diesen Monat ist jetzt hier die Cosmic Edition bei mir eingezogen. Abo selber bezahlt, wird monatlich abgebucht zwischen 15,50 Euro und 20 Euro pro Monat, je nachdem, was für ein Abo du wählst. Ich habe das Jahresabo gewählt und zahle 15,50 Euro pro Box. Mit meinem Gutscheincode, den ich dir hier mal einblende, kannst du auf dein erstes Abo sparen. Blende ich dir auch nochmal unten, schreibe ich dir auch noch unten einmal in die Infobox rein. Und wenn du ein Abo hast, kriegst du auch noch den Look Fantastic Adventskalender etwas günstiger, der heute auch bei mir eingetroffen ist. Den gibt es aber noch online auf der Seite zu kaufen. Heute in lila. Und wir machen sie einfach mal auf. LF Beauty Books. Oh. Ja. Hier haben wir dann zum einen das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Mit den Preisen, die ich dir einblende. Dann haben wir hier die englische Ausgabe der Zeitschrift L in der Mini-Form, damit sie halt in die Box passt. Und deswegen ist die Box halt auch immer ein bisschen schwerer. Tada! Ne? Die gucke ich mir ganz gerne an, beziehungsweise lese mir sie sehr gerne durch. Und hier haben wir dann die Beautybox an sich, die jetzt etwas leichter geworden ist, dadurch, dass ich die Zeitschrift rausgenommen habe. Und ja, es ist eine englische Zeit... Claudia, guten Morgen. Eine englische Beautybox, genau. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, wenn das mit dem Brexit weiterläuft. Aber wir warten ab. Politische Situationen und ein Beauty-Kanal kollidieren manchmal etwas. Und ja. Ich bin sehr gespannt. Beruflich bedingt bin ich sowieso sehr gespannt. Aber ich will jetzt hier nicht politisch werden. Ich will wissen, was drin ist. Man riecht nichts raus. Was stelle ich mir unter einer Cosmic Edition vor? Irgendwas mit Holo. Holo, bunt, knallig. Mal schauen. Himmlisch. Ja. Tada, der erste Blick in die Box. Und ja, da wird uns direkt... holographisch eine Maske angepriesen und da bin ich echt sehr gespannt. Okay, ist die Marke, das scheint etwas Koreanisches oder so zu sein. Illuminating Holographic Sheet Mask with Hyaluronic Acid and Citrus Oils. Chok chok. Okay, und man soll dann scheinbar so aussehen. 10 bis 20 Minuten soll die draufbleiben. Das ist eine Papiermaske. Ich werde mal kurz mein Gesicht waschen, weil ich war eben noch auf dem Geburtstag, auf dem ersten Geburtstag von unserem Neffen und komme dann gleich zurück mit der Maske im Gesicht. Einen Moment. Ja, darauf kommt die Kamera jetzt leider nicht ganz so gut klar. Ja, ich würde sagen, ich mache trotzdem einfach weiter. Ich habe die Maske jetzt hier an den Mundwinkeln mal etwas eingeschnitten, weil die, ich hätte sonst einfach nicht reden können, ne? Und an den Augen, weil mir die sonst einfach zu klein ist. Ich habe halt relativ große Augen, die halt normal weit auseinander stehen. Du hast hier unter diesem silbernen Holo-Vlies, noch so ein schwarzes Vlies und ja, dann ist die Maske da halt drüber und wir gucken mal, wie das jetzt mit den Lichtverhältnissen sich weiter so verhält. Ich versuche jetzt einfach mal das Unboxing weiterzumachen. Ja, also das fühlt sich schon mal ganz gut an. Es ist enorm viel Feuchtigkeit, richtig viel Gesichtsserum da drauf. Das gefällt mir auch ganz gut. Habe ich hier auch schön den Hals runter gestrichen und das soll halt jugendliche Ausstrahlung geben. Ja, wir schauen mal. Wir schauen uns ja nachher das Ergebnis auch zusammen an. Als nächstes habe ich hier von EOS Shimmer Lip Balm in Korall. Okay, das ist einer von den EOS Lippenbalsamen. Die mag ich ganz gerne im Großen und Ganzen von der Pflegewirkung her. Von der Anwendung mag ich die nicht so gerne, weil du hast hier halt so eine Kugel, ne? Und die nutzt sich immer sehr, sehr blöd ab, muss ich sagen. Ich habe aktuell tatsächlich sowohl so eine Kugel bei mir im Badezimmer stehen zur täglichen Abendanwendung, und dann noch von Labellino ein, und zwar am Bett. Der nutzt sich wirklich merkwürdig ab und du hast am Ende auch richtig viel Produkt noch unten drin. Das heißt, ich persönlich, wenn ich Lippenbalsame benutze, bevorzuge es tatsächlich, diese Stick-Dinger zu nehmen. Die finde ich einfach besser. Naja, aber gut, ne? Ist ein cooles Produkt und wird auch seine Anwendung finden, ob bei mir oder bei irgendwem sonst. So, als nächstes haben wir hier einen, oh ja, Mini Detangler Little Brush Big Results, The Detangler for Life on the Go. Das ist von dieser Marke Wet. Da hatte ich tatsächlich auch in einem Adventskalender schon mal eine Bürste drin. Da habe ich auch gesagt, ich mag es einfach nicht, also... ne? Wenn du halt vorne diese Bommels vorne dran hast. Das funktioniert mit meinen Haaren nicht so gut. Als Kind hatte meine Mom immer so eine Bürste verwendet. Und
das hat nicht gut funktioniert. Ich mache mir mal eben kurz dieses Zwischending hier zwischen der Nase weg, weil das rutscht mir die ganze Zeit in den Mund, wenn ich hier was erzähle. Oh. Ha, weil ich die ganze Zeit dann quasi die Maske esse und das macht dann nicht so viel Freude, muss ich gestehen. Okay, ja, also es ist ganz niedlich. Du hast ja auch ein ganz hübsches Design hinten drauf. Also ne, das ist jetzt hier die neue Marke, die auch auf den Markt gekommen ist. Aber ich mag das nicht mit diesen Bommeln vorne dran, weil sich da einfach meine Haare viel zu blöd drin verfangen und das macht mir einfach keine Freude. Dementsprechend ist es halt auch kein Produkt für mich. Leider. Mensch, das sind jetzt schon irgendwie zwei, die mir noch nicht so zugesagt haben. Aber dann habe ich hier etwas drin von The Balm. The Balm Girl Catches Your Eye. Okay, was ist das? Foiled Again. Ist das ein Monolidschatten? Monolidschatten mag ich eigentlich nicht so gerne, aber wenn das so ein Foliengedöns ist, ja gut. Red-Handed, das kann ich mir doch dann irgendwie vorstellen, den zu benutzen, ne? Jetzt nicht in Kombination mit diesem, mit dieser Base, würde ich mal so sagen. Ich swatch den mal. San Francisco. Oh, der scheint aber ordentlich Kabam zu haben. Also da steckt wohl was dahinter. Ich hatte auch mal drüber nachgedacht, letztens mir so eine komplette Lidschattenpalette von The Balm zu holen. Ei, also wenn das so ein guter Monolidschatten ist, wie das bei diesem hier der Fall ist, dann benutze ich die tatsächlich auch. Ne? Ansonsten bin ich ja kein Fan von Monolidschatten, aber so einen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich den wirklich auch alleine auf dem Lid trage. Vielleicht noch so ein bisschen was Mattes in die Lidfalte, aber sonst war es das dann auch schon. Also das gefällt mir dann schon mal sehr, sehr gut. Cool. Den finde ich nett. So, was haben wir denn noch hier mit drin? Und zwar ist das hier ein Pinsel von Look Good, Feel Better. Show Your Support, Hashtag War Paint for Life. Look Good, Feel Better.co. Hä? Ich kenne die Firma nicht. Okay, das ist auf jeden Fall so ein Angled Lidschattenpinsel. Achso, Celebrating 25 Years of Confidence. Also 25 Jahre Vertrauen werden gefeiert. Achso, das ist eine Organisation, die quasi auch gegen Cancer, also gegen Krebs kämpft. Ich kenne mich jetzt mit dieser Marke ehrlich gesagt nicht so wirklich gut aus. Es scheint aber eine Charity-Organisation zu sein, weil hier hinten steht auch eine Charity-Nummer mit drauf. Das heißt, dass diese Organisation wohl auch in irgendeiner Art und Weise einen wohltätigen Zweck unterstützt. Und das finde ich dann schon wieder gut, ne? Wenn du solche Marken unterstützt. Ja, ist dann auch noch cruelty-free und vegan, also quasi tierversuchsfrei und vegan. Denn nicht nur der gute Zweck soll da tatsächlich überzeugen, sondern dann auch bitte das Produkt. Und hier haben wir den Pinsel. Der ist vom Prinzip her rund, ne? Also der ist halt rund, aber der ist vorne dann nochmal so abgeschrägt. Das finde ich super interessant. Also im Prinzip vereint der einen Blendepinsel zusammen mit einem Angled Brush einfach, den man nimmt, oder den ich vor allem nehme, weil ich halt mit meinen Schlupflidern unterwegs bin, ne? Um dann... Kann ich jetzt schlecht vormachen, man sieht ungefähr nichts. Genau, indem ich dann quasi den Lidschatten etwas präziser auftrage und etwas mehr nach oben in die Lidfalte mit reinziehe. Also das finde ich schon mal sehr, sehr interessant und der fühlt sich auch ganz okay an. Hatte jetzt eben schon, ja genau, hier kann ich auch leider schon ein Haar rausziehen und eins ist hier ein bisschen abgeknickt. Das spricht jetzt nicht unbedingt für die beste Qualität, muss ich gestehen. Ich weiß aber echt nicht, was dieser Pinsel kosten soll und unterstützt jetzt halt gleich diesen wohltätigen Zweck. Das ist dann halt auch irgendwie, ne? Mit einem guten Gefühl, aber jetzt kein Pinsel, den ich mir so im Laden kaufen würde, würde ich jetzt mal so sagen, weil er mich jetzt nicht umhaut. Aber gut. So, und das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und jetzt haben wir tatsächlich noch ein 6. Produkt hier mit drin. Normalerweise hast du so 5 Produkte in solchen Beautyboxen und jetzt haben wir hier noch ein 6. Produkt und zwar von Polar, das scheint eine Handcreme zu sein, La Véritable Crème de Laponie. Aha. Handcream, ja, 25 ml sind hier drin. Das ist eine schöne Größe für eine Handcreme. Ich weiß jetzt nur nicht, wonach die duften soll und was für eine Pflege sie mit sich bringt. Aus 3 arktischen Beeren, okay, dann ist es halt wahrscheinlich dieser typische Geruch von Polar. Steht hier, this hand cream concentrated in Arctic berries, hydrates, nourishes, repairs and protects. Okay, also das soll... mit arktischen Beeren sein und es soll nähren, reparieren und schützen und es ist frei von Paraben, frei von Alkohol und frei von Mineralölen und ja, das finde ich ganz nett. Ich gucke mal, ob ich irgendwas riechen kann, weil im Prinzip riecht man jetzt natürlich die Maske, weil ich die auf dem Gesicht habe. Ja, und ich entschuldige mich, dass dieses Video so dunkel ist. Eigentlich ist es hier etwas heller, aber da ich nun mal die Maske auf dem Gesicht habe, versucht meine Kamera jetzt quasi meine
Maske als Ausgleichspunkt zu nehmen. Sorry. Die ist halt noch verschlossen. Ich werde nichts riechen. Aber gut. Die Cremes von Polar finde ich persönlich sehr nett, weil sie halt auch echt gut sind. Ne? Also Gesichtscremes kenne ich davon schon, die gefallen mir richtig gut. Und jetzt nochmal als Handcreme kann ich das auch sehr gut unterstützen. So, ich würde jetzt sagen, ich habe die Maske jetzt auch ungefähr 10 Minuten drauf und jetzt nehme ich sie mal runter. Dann gucken wir uns nämlich mal an, was sie mit meinem Gesicht getrieben hat. Hier ist noch richtig viel Feuchtigkeit drin. Was ich mir, wenn ich jetzt keinen hochgeschlossenen Pulli so wie jetzt habe, theoretisch noch im Dekolleté und so verteilen würde, aber so würde ich jetzt alles mit einsauen, das macht dann wenig Sinn. Ich habe aber noch in dieser Verpackung ganz viel Serum. Das bewahre ich mir für heute Abend auf und mache mir das als Nachtserum einfach drauf. Und jetzt soll man einfach die Maske in das Gesicht einmassieren und das mache ich jetzt. Boah, es ist sau viel Serum. Das dauert, bis man das eingearbeitet hat. Natürlich ist meine Mascara etwas nach oben abgestempelt, aber normalerweise machst du die ja nicht einfach so drauf mitten auf dem Dach. Da dumm voll in die Haare rein. Sieht jetzt etwas doof aus, aber wir schaffen das schon. Es ist übrigens sulfatfrei, glutenfrei und vegan. Das ist auch cool. Und es wurde nicht an Tieren getestet. Jo. Man soll die täglich benutzen, aber gut, so eine Maske kannst du ja nicht jeden Tag nehmen, ne? Ich weiß nicht, wie viele Masken man dann dafür quasi zu Hause stehen haben müsste. Und es ist auch schon ein bisschen zeitaufwendig, jeden Tag eine Maske zu benutzen. Das soll das Gesicht halt entsprechend glätten und aufhellen. Das hat es, also brighten halt zum Strahlen bringen, das hat es auf jeden Fall gemacht. Also man sieht auch, wie schön die Feuchtigkeit quasi jetzt in der Haut drin ist. Ne? Also meine Haut sieht richtig frisch aus. Also das gefällt mir unheimlich gut. Wirklich, also das finde ich richtig klasse. Das ist... Haut mich schon ein bisschen um gerade. Ja, mit Hyaluronsäure und Zitrusölen. Das Öl merkst du auf jeden Fall. Also es fühlt sich auch leicht ölig auf der Haut an. Es ist nicht nur dieses Gefühl von, ich habe jetzt irgendwie eine Feuchtigkeitscreme oder halt so, ne, wenn du halt eine Feuchtigkeitsmaske verwendest, dann hast du ja manchmal einfach dieses Gefühl von Feuchtigkeit, dann zieht sie ein. Aber hier hast du jetzt noch dieses Glänzende, weil halt diese Öle mit drin sind und das merkst du und das siehst du. Wenn ich auch so über meine Haut drüber gehe, fühlt sie sich wirklich weich an, aber ich merke, dass meine Haut noch ganz schön viel Zeit braucht, um diese ganze Feuchtigkeit, die sie jetzt bekommen hat, noch einzusaugen. Das heißt, man muss schon auch noch Zeit zum Trocknen mitnehmen. Also das jetzt wirklich einzuarbeiten, hat auch eine ganze Weile bei mir jetzt gedauert. Und das zu verteilen vor allem. Also da muss ich wirklich sagen, wenn ihr die Maske benutzt, nehmt Zeit mit. Der Pinsel ist mal was Neues. Den Lidschatten finde ich total klasse. Der haut mich von der Socken. Also den würde ich jetzt schon fast am liebsten einmal auf dem Lid austesten. Komm, das machen wir jetzt auch noch mal eben. Komm, wir haben ja einen Lidschattenpinsel und wir haben hier, also dat, wenn das nicht, also das muss. Gut. Ja, der Pinsel nimmt es auch sehr, sehr schön auf. Ich tupfe das mal lieber, weil wenn du solche Foliengeschichten hast, ne, dann ist es immer so eine Sache für sich. Ja, bin jetzt einmal reingegangen und habe es jetzt einmal aufgetragen. Das sieht schon mal ganz gut aus, ne? Kannst du schön verblenden, schön verteilen. Eine schöne Farbe, die halt wirklich eine Augenfarbe an sich, wenn du so grüne Augen hast wie ich oder blaue Augen, das bringt sowas halt schön zur Geltung, ne? Also... Das gefällt mir schon. Und die Pigmentierung ist ja mal der Wahnsinn. Das gefällt mir gut. Coole Box, wirklich. Also die fand ich jetzt echt toll. Top vom Inhalt, schön vom Aussehen. Du hast ja auch dann tatsächlich lila Krüppelpapier drin, finde ich auch schön. Das Heftchen, was mit dabei ist, wo drin steht, was drin ist, finde ich auch immer sehr informativ. Also ich laber mal wieder zu viel, hat mir gut gefallen. Wenn es dir auch... Achso, ich blende hier erstmal den ganzen Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke auch mal wieder, dass wir relativ hoch liegen werden. Also so 70 Euro hätte ich jetzt einfach mal aus der Hüfte rausgeschossen. Doch, kann ich mir gut vorstellen, weil das einfach irgendwie alles sich so hochwertig hier anfühlt. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!